Ich habe versucht, die Zahlen immer zwischendurch zu verfolgen. Allerdings habe ich mich irgendwann auch schlafen gelegt, weil das ja nicht beeinflussbar ist von uns aus. Da wählen die Bürgerinnen und Bürger Amerikas und das wird dann ausgezählt. Aber das ist eigentlich die entscheidende Aussage. Jede Stimme muss ausgezählt werden. Jede Stimme muss ihre Gültigkeit haben. Das gehört zur Demokratie dazu. Wie war das heute Morgen im Kabinett? Kabinettssitzung mit der Kanzlerin. Alle Minister sind zusammengekommen. Wie viele waren übernächtigt? Wie viele haben durchgemacht? Und wie nervös war man, dass es vielleicht doch Donald Trump werden könnte? Ich habe mich heute sehr früh mit meinen sozialdemokratischen Kollegen unterhalten. Dann allerdings habe ich heute nun ausgerechnet nicht am Kabinett teilgenommen, weil ich ja mit den europäischen Finanzministern den ganzen Tag über getagt habe, um ein bisschen dafür zu sorgen, dass wir auch die richtigen Schritte wählen, damit wir durch die Krise kommen. Aber Sie stehen ja in Dauerkontakt mit der Kanzlerin, mit den Ministern. Wie war da so die Stimmung? Wie nervös war man? Auch, ich meine, Sie haben sicher festgelegt, dass Sie für Joe Biden waren bei Bild Live vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten. Wenn jetzt Donald Trump gewinnen würde, was immer noch möglich ist, macht das die Zusammenarbeit ja nicht unbedingt einfacher. Das ist sicher so. Wir haben ja erlebt, was für politische Konzepte zuletzt verfolgt worden sind. Aber ich will eine Sache ganz klar sagen. Wir müssen immer mit denen regieren, die in der Welt im Amt sind. Und natürlich ist es Sache der Amerikanerinnen und Amerikaner zu entscheiden, wer sie regieren soll. Was wir hoffen und wünschen müssen, ist zuallererst, dass es faire und demokratische Wahlen sind und dass nicht versucht wird, das Ergebnis zu korrigieren. Wir sind Bild und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier. Und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren.